Ach, jetzt? Du erforscht hier alle Dinge, die mich sonst einen Haufen Gold kosten würden? Aha. Ja, geil. Baut euch mal hier auf. Hier, Kavallerie-Update, viel wichtiger. Ich würde hier gerne mal was wegbomben, denn ich muss das Gold da unten gleich einnehmen. Das hier ist nämlich jetzt dann weg. So, du gehst nochmal zurück. Mal gucken, ob es sich wehrt. Ne? Warum auch immer das jetzt als erstes fällt. Yeah. So, dann machen wir eigentlich im besten direkt da oben weiter. Und ihr geht teilweise... Ihr baut hier mal am besten zum Turm hin, dass wir einen eigenen hier stehen haben. Und dann holt ihr euch die Steine und ihr baut euch auch einen Turm. Ihr baut euch sogar zwei. Und dann holen wir uns das Gold. Ich habe die Wege des Eifers erlernt und jetzt lerne ich mich in Kräutermedizin. Okay, also irgendwas macht der Mönch. Wird schon passen. Warum kann ich das alles nicht bauen, weil ich zu wenig Gold habe? Okay. Verstehe. Türme kann ich ja nicht weiter ausbauen. Oh. Das ist aber nicht der Plan. Wo wird hier gekämpft? Nirgends, hä? Hauptturm regelt. Amron? So, ihr lieben Holzfäller, euch tun wir mal ein bisschen versetzen. Okay. Hallo, hi, servus, Rapotagen-Fan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen mal wieder. Alter, weg da, du stirbst doch da. Oh, nee. Er baut hier aber irgendwie nichts ab, ne? Nimm mal die Ritter. Wir müssen hier mehr scouten. Da hat er seine Boote, okay. Wow! Weg hier. Wo kommst du eigentlich?
So, wir könnten schon mal uns Gedanken machen über ein, zwei Trebuchets. Und das werde ich jetzt auch tun und die bauen wir mal hier hinten hin. Einheiten, Kaserne, Schießanlagen, Stall und Burg werden schneller erschaffen. Das hört sich auch gut an. Und wenn ich euch gerade alle hier so da habe, kann ich euch sagen, am Sonntag beginnt endlich das Let's Play zu StarCraft 2. Gestern die ersten 5 Folgen aufgenommen und ich habe Umschläge und Heilmittel der Kräutermedizin gemeistert und studiere nun die Geheimnisse der Sühne. Der Sühne, okay, dann pack mal, dann studier mal. Und ich hatte so unendlich viel Spaß damit, dass ich am liebsten jetzt StarCraft 2 weiterspielen würde, aber nein, wir müssen jetzt Age of Empires spielen. Ätzend. Das war überraschend geil. Richtig geil. Kennt ihr eigentlich Tower-Defense-Spiele so vom Handy? Wusstet ihr, dass das von StarCraft kommt? Beziehungsweise eigentlich kommt es von Warcraft 3, ne? Mods dafür. Da gibt es halt auch so geile, Oh, was ist denn das hier? Ja gut, ihr könnt ja mal diesen hier killen, wenn ihr eh schon da seid. In aller Ruhe. Okay, weiter. Mit den Trebuchets wollte ich ihn ein bisschen ärgern und das werde ich jetzt auch tun. Und zwar hier. Und ihr kommt dann einfach mal zurück. So, wir brauchen vielleicht ein paar Kamelreiter. Keine Ahnung, ob wir die brauchen. Wir brauchen auch gerne ein paar Handkanoniere. Kein Gold. Okay. Wir brauchen wohl aber auch vor allem noch ein paar Bauern. Dorfbewohner. Noch ein paar Häuser. War bei euch alles klar? Was passiert hier? Alter, nein! Da habe ich mich jetzt zu sicher gefühlt. Was macht ihr hier? Wo sind meine Ritter? Achso, ich habe keine dabei. Greift ihr an. Er sieht. Antreten. Alter, nein. Was ein Fail. Amron? Du lebst noch schön. Bau dir noch mal einen Turm. Die Geheimnisse der Sühne gehören uns. Die Mönche belehren mich nun über Ketzerei. Mein Gott, du bist ja bald Superman, wenn es so weitergeht. Was ist hier das Einheitenlimit? Wir schnappen uns erstmal alle Dorfbewohner und machen diesen hier neu. Und dann hätte ich mit dir gerne noch ein paar Häuser gebaut. Hinten vielleicht. Da ist Platz. Muranmimon. Whatever. Dann jetzt halt nur noch ein Trebuchet. Zur Elite. Ja, ich klinge, das macht immer Sinn. Und ich hätte gern noch ein paar Ritter. Kein Gold. Viel mehr können die gar nicht hacken, ne? So, ihr wolltet hier noch ein bisschen scouten. Euch hätte ich gebraucht da unten. Meine lieben Ritter.
Namen. Ich könnte da auch... Ah, nee, da ist noch so ein Ding. Macht schon Sinn mit dem Trebuchet. Geh mal hier hin und dann schieß da drauf. Ha, da haben wir wieder einen. Ich alter Dorfbewohner schlechter. LOLGamer, du wolltest dir StarCraft 2 kaufen. Also ich kann dir sagen, StarCraft 2 in der Grundversion ist ja momentan, was heißt momentan, ist kostenlos, ne? Also Multiplayer und so weiter. StarCraft 2 brauchst du das Spiel dir gar nicht mehr kaufen, kostet nichts mehr. Nur wenn du die zweite und dritte Episode der Singleplayer-Kampagne spielen willst, nur noch dann musst du das Spiel kaufen. Sonst kannst du es dir einfach so runterladen, wenn du diesen Blizzard, wie nennt man denn das? Steam, Epic Game Store, Dingsbums, halt von Blizzard hast. Ich habe die Feinheit der Ketzerei erlernt und übe mich nun in der Kunst der Erleuchtung. Okay, Ketzerei erlernt. Hier war wohl mal ein Wald, hä? Vor 100 Jahren. Hast du gemacht? Dann hier, schieß mal Tor auf. Will hier einer Stress suchen? Diesmal müssen wir da sein. Gute Kombination mit den Konquistatoren, aber die kann ich halt nicht mehr bauen. Ja komm, bleib doch einfach hier stehen und tötet was. Jackpot. Oh oh. Reitet geschwind. Ey, das sind nur Kamelreiter, ihr seid Ritter. Jetzt stellt euch mal nicht so an, ja? Was schießt du? Hier, mach mal hier. Ziel ist entfernt, ist mir egal. Stellt euch schon mal schön hier hin. Okay, und wir brauchen vielleicht noch ein paar Steine in dem Spiel, deshalb noch ein paar Dorfbewohner dahin. Und gerne würde ich euch auch noch ein paar Ritter spendieren hier hinter. Vielleicht kann man das erkunden und plündern. Was greift euch an? Nee, das sind die Goldvorkommen. LOL? Da ist man einmal kurz abgelenkt und dann so eine Scheiße? Mach die hier weg. Hier geht es auch da rein. Ich habe die Erleuchtung gemeistert. Die Erleuchtung hat er gemeistert. Die Mönche mich den Block drücken. Haut sein Trebuchet jetzt weg. Auf geht's. Alle bitte hier auf Aggro stellen, danke.
Da ist eine Burg. Nicht so cool. Kill it. Ihn doch. Wir gehen hier alle drauf, ne? Zieht euch mal hierhin zurück. Jetzt, wo wieder alle draufgegangen sind. Zieht euch jetzt bitte zum... Das gibt's doch nicht. Wir brauchen unbedingt auch ein paar Bogenschützen. Machen wir jetzt auch. Beziehungsweise wir bauen Dinge. Handkanoniere. Hier hin. Dann noch ein paar Ritter. So schlecht wart ihr gar nicht. Und du kannst eigentlich... Oh nein. Das ist nicht der Plan, Leute. Kämpfe mal nur an einer Front, das überfordert mich eh schon genug. Ein paar Pikeniere nehmen wir mal mit. Und auch ein paar Bogenschützen. Dann die Jungs hier, jetzt haben wir wieder kein Gold. Klasse. Oh, leck. Wissen wir auch, warum wir kein Gold mehr haben. Lauft dann ihr... Stein. Okay. Bären, nochmal Stein. Wo hatte ich denn noch Gold? Hatte der... War hier nicht Gold? Die Technik des Blockdruck gehört jetzt uns. Nun erlerne ich die Macht der Theokratie. Die Macht der Theokratie. Schön für dich. Wieso habe ich nirgendwo mehr Gold? Da halt, ne? Direkt vor dem seiner Base. Ist ja mal richtig scheiße. Also gut, dann verkaufen wir halt wieder. Senkt die Gebühr für Tribute. Brauche ich das? Machen wir mal. Dann nochmal zwei Trebuchets. Danke. Und ein paar von euch. Gerne auch noch mal einen Mönch. Ach jetzt, du erforscht hier alle Dinge, die mich sonst einen Haufen Gold kosten würden. Aha. Ja, geil. Belagerungskanone wäre auch cool. Aber mit unseren Trebuchets kann man schon genug nerven. Glaube ich. Dann bauen wir halt Einheiten, die kein Gold kosten. Wie immer halt. Hier, Husaren. Husaren sind scheiße, die brauche ich nicht bauen. Was kosten denn die Elite-Kämpfer? Nehmen wir auch noch ein paar mit. So. Was mache ich jetzt mit euch? Ihr lauft jetzt gediegen hier hoch. Dann hier hoch. Und was kostet? Der kostet doch nur Stein, oder? Gut, bisschen Holz, das kann man mal verschmerzen. Und dann hackt er halt mal Steine, dass er wenigstens irgendwas tut. Trebuchet, bitte hier hin und dann lock ihn raus.
Kavum. Gold, genau. So, ich brauche jetzt aber schnell Ritter, die auf die Trebuchets gehen. Wir haben die Theokratie diskutiert, debattiert und ergründet. Nun widme ich mich den Geheimnissen des Glaubens. Was habt denn ihr? Ich glaube, mein Trebuchet ist gleich weg, ne? Sollte sich mal abbauen, falls das noch möglich ist. Dass er die so schnell nachbauen kann, regt mich ein bisschen auf. Der muss ja richtig fett Ressourcen haben. Ja, der poppt die hier in einer Tour raus, ne? Gut, dann bleiben wir hier stehen. Rein hier mit euch. Macht die Trebuchets weg, kommt schon. Und irgendwie hat es jetzt meins auch wieder verspreiselt, hat wieder nicht aufgepasst. Also ich muss diese Gebäude hier wegkriegen, definitiv, als allererstes. Deshalb, du ruhig mal... Genau, geh mal hier rüber. Und dann schieß hier drauf. Und ihr guckt, dass er das Ding verteidigt. Vollgas, Leute. So, ihr könnt dann auch mal auswandern hier rüber. Und baut euch auch hier zwei Türme hin. Und hackt dann auch Steine. Jetzt haben wir irgendwie wenigstens ein bisschen kritische Masse. Okay, los. Bam, bam. Schieß das nächste weg. Egal, außer Reichweite, dann bau dich ab. Gut, dass er da selber Mauern gebaut hat. Wie nett von ihm. Und meine Holzfäller sind sowas von uneffektiv. Und vor allem ist jetzt meine Mauer nicht mehr dicht. Na gut, das ist mir jetzt auch wurscht. Was geht hier ab? Die Wunder des Glaubens sind unser, mein Sid. Die Mönche der Schwarzen Garde danken euch und haben mich alles gelehrt, was sie wissen. Okay, Mönch, du bist jetzt voll der Oberchecker, ne? Du jetzt gediegen hier hoch und dann haust du den Stall weg. Wie ist der hier reingekommen? Fragen über Fragen. Kamelreiter. 30 Lebenspunkte? Das brauchen wir auch. Was kostet das? 800 Gold. Ja, hätten wir doch Gold. Wie schaut es eigentlich hier mit... Oh, leck, da sind noch viele Updates, die gemacht werden möchten. Komm, schieß weg. Angriff. Fanatismus fertig entwickelt. Was?
Schieß. Okay, wenn du es noch treffen würdest, wäre es auch saucool. Ich brauche unbedingt noch eins.